Komm, wir machen mal einen kleinen Zwischenstand Flohmarkt und Auto. Erstmal das Klappern der Lautsprecher. Da muss ich nochmal gucken, wie die abgehen. Ich weiß nicht, ob von innen eine Schraube ist oder sowas oder hier was hinter muss. Das erzeugt Kleppergeräusche. Dann hatte ich ja den Dieselfilter gewechselt. Weil man meint, man hat ja guten Diesel und das braucht man nicht. Und wenn der Tank nicht ganz so voll war, hatte der Probleme auch schon mit dem Anspringen. Und ich habe ja den alten Filter oben auch. Und das war gut, dass ich den Dieselfilter gewechselt habe. Also der hatte bestimmt auch, naja, Mann, war ich den 13, 14, 10.000 im Jahr. Also 50.000, 60.000 hatte der auch. Also den Dieselfilter sollte man auch vielleicht alle 50.000 wechseln. Weil ich beim Anspringen hat er sich schwer getan. Ja, der ist jetzt warm. Die Karte, Schlüssel habe ich noch nicht eingelesen, noch kein Nerv. Wenn aber kalt ist vor allen Dingen. Also der Dieselfilter, der sieht auch aus. Ich habe ihn aufgeschnitten. Der sieht nicht gut aus. Und was wir noch feststellen könnten, der Himmel bei diesem Fahrzeug, was 20 Jahre alt ist, das ist nicht mehr schön. Ne, weil hier kommt ja auch zum Teil UV-Strahlung rein. Ich weiß es nicht, habe ich hier Licht? Die Lampe schon rausgezogen. Da ist die Lampe. Der muss normalerweise neu. Ich muss irgendeinen kriegen, mal von einer Schrottkarre. Wer so eine Schrottkarre hat, die in der Garage gestanden hat, also nicht das Licht, nicht das UV und so, weil es strahlt dann nach oben. Ist halt eben nicht mehr schön. Ne? Ne? Hier. Der löst sich ja hier überall komplett ab. Ja, und das ist hier. Das ist durch. Das ist die durch. Ja, das ist durch. Unterschiedliche Schaumstoffe. Zum Beispiel, ich habe ja noch die zweite gewaschen mit Wasser. Diese, wo ich sagte, die Polster, die hier drunter sind, die sind nicht so wie der alte R21, dass die sich vollsaugen. Da trocknet das gut ab. Und auch von diesen hier, von den Sitzen selber, trocknet das gut ab. Aber dieses habe ich gewaschen. Das kriege ich nicht trocken. Oben, das ist schon schimmelig oben. Schon schimmelig geworden. Also hier dieses. Und ich habe das zwischen der Heizung geklemmt. Also diese habe ich zwischen der Heizung geklemmt. Heizungrohr und habe hier jetzt so einen Strich. Ne? Den habe ich, glaube ich, nur abgesaugt. Oder hatte ich gewaschen oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann natürlich auch alles falsch sein. Und den Drehmomentschlüssel, den ich vom aus dem Schrottcontainer gezogen habe, von den all den Dingsten, T-Dings da. Jetzt habe ich mir heute noch wieder eingekauft, weil ich ja noch die 30er Nuster anziehen will. Die kriegt 280. Die habe ich mit denen auf 220 angezogen. Die kriegt 280. Jetzt habe ich mir, den habe ich ja umkalibriert. Den habe ich ja auf 150 eingestellt. Und habe da 130 drauf geschrieben. Aber das ist jetzt auch wahrscheinlich schon wieder einen Monat her. Und das ist jetzt ein neuer vom Flohmarkt. Den habe ich auf 125. Ja, und da kam noch was. Da kam noch was. Wir kriegen ja 110. Deswegen. Aber wie gesagt, dieser ATU-Schlüssel, der hat 5000 Auslösungen und dieses Knickding, was da drüber geht, ob man den auseinanderbauen kann, um das mal umdrehen oder den umsteckt, das ist diesen Dingern ist nicht mehr zu trauen. Ja, und der ist neu. Der billigste Preis für das Ding ist 40 Euro im Internet. Ja, die habe ich ja schon nachgezogen. Und der geht, der ist gut, das Ding. Wirklich. Ja, für das Geld. Ich habe noch, weil das der letzte war und der ausgepackt war und der Aussteller und
doch gelabert. Vor zwei Monaten 25. Das habe ich heute für 27 gekriegt. Aber das war auch nur nett. Ja, von dem Verkäufer. Das war auch nur nett von dem Verkäufer. Er verkauft die ihn für 30. Ich habe schon gesagt, die Preise sind sehr gut, denn dieser, der kostet überall im Internet 40 Euro. Ja, 125. Okay. Die ist fest. Ich verstehe es nicht. Die geht. Die Seite geht. Warum, wieso, weshalb? Weiß kein Schwein. Ja, der andere mit 150 eingestellt. So kann man sich täuschen. Ja, aber wie gesagt, der geht bis... Moment, falsche Seite. Der geht bis 330. Damit ist alles abgedeckt. Ja, es gibt auch noch Amazon Basic und so, aber das ist schon, das passt schon. So, ich bin mal eben gleich zurück. Ich werde das Video beenden. Ich habe auch immer das Problem mit Bremsflüssigkeit. Ich fülle noch Bremsflüssigkeit nach, das minimal alle paar Tage. Aber ich fülle auch nur ein bisschen nach, weil wenn man es genau richtig macht, fängt das Ding dann erst an zu piepen, wenn die Bremsbeläge verschleißt sind. Deswegen will ich nicht bis oben hin voll füllen. Aber er piept schon wieder. Er piept schon wieder. Ja, das Flohmarkt heute, war letzte Woche die Dinge 1 Euro, 12 Euro, wollte ich auch nicht haben. Zwei Schläuche, 24er, 3 Euro zusammen, habe ich für mein Elektrofahrrad. Was haben wir denn hier noch drin? Ist alles draußen hier. Ja, ich habe hier meinen Nasenspülding. Das nehme ich mit, weil ich jetzt einmal die Erkältung gehabt habe. Auf den zwei nach dem Flohmarkt spüle ich mir einmal die Nase weg. Dann, wenn die Viren reingekrabbelt sind, dann kriege ich sie vielleicht raus. Ja, das habe ich auch auf dem Flohmarkt für 1 Euro. Letzte Woche aber schon. War schon am Aufräumen hier wieder hier. Das habe ich ja auch schon gezeigt. Komm, zeig immer dasselbe hier. Zeig immer dieselbe Scheiße, echt, ey. Heute so wenig gekauft. Ja, Hauptsache Drehmomentschlüssel. Ja, siehst du, nachziehen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, warum die Seite jetzt knackefest war und die Seite noch mal ein bisschen gekriegt hat. Also war jetzt nicht so schlimm, aber zieht eure Radschrauben nach. Könnt ihr das Sonntagsrätsel leisten, halten. Ne? Ja, die habe ich gerade rausgepackt. Da fehlt eine Klammer. Hier, diese Klammer ist abgebrochen. Die kriege ich auch nicht irgendwie bei Renault oder so. Bei Renault vielleicht, aber nicht als Teil. Ich finde die nicht im... Ich habe jetzt welche bestellt. Ich habe gewühlt im Kleinanzeiger bei jemand, der noch ein ganzes Auto hat und nett ist, der schickt mir ein paar. Ja, vorher will ich das auch nicht zusammenschrauben. Ja. Es ist ja jetzt eigentlich sehr gut, dass ich dieses Gitter hier drin habe. Ja. Damit mir das Papier nicht reinkommt, die Blätter nicht reinkommen. Kriegen wir auch noch hin. Ich weiß es nicht, wo ist es hier hin? So sitzt das da drin. Muss aufpassen. Muss sich alles auseinanderreißen. Ja, ob die Klammer jetzt notwendig ist, ob die richtig war oder... Hey, Alter, das ist keine unwichtige Klammer. Keine unwichtige Klammer. Jetzt sind die blöde Matte. Gesagt, was ich damit vorhabe. Das ist ja die Matte hier.
sitzt ja dann hier so vor. Weiß ich nicht. Wo sitzt die? So rum, so rum. So rum, so rum. Die sitzt da so vor. Da sitzt sie vor. Ja. Ich fahre sowieso auf Umluft, aber schon ewig. Weil das nicht richtig dicht kriege. Deswegen habe ich ja das von Hornbach gekauft. Das ist bei Hornbach billiger. Ja. Ich nehme das jetzt aber trotzdem nach oben. Alles immer die Scheiße hier mit, lass das im Auto, damit du brauchst das morgen sowieso und dann rennst du da wieder einen Monat mit durch die Gegend. Ja. Dann rennst du da wieder einen Monat mit durch die Gegend im Auto. Ja, kurz nach ein paar Minuten zu prüfen. Ja, soll ich jetzt auf der Autobahn 20 mal von 200 runterbremsen oder was? Solange ich einmal Woche meine Flohmarkt-Tour damit mache, juckt das keinen. Immer schön rückwärts an der Wand, dann passt das. So. Ja, Reifen sind gut, alles gut. Bremsen sind neu. Gut ist es nicht, aber man hat irgendwann auch keinen Bock mehr. Das wird schon werden. Und jetzt haben wir schon wieder fast 0 Grad. Ich hatte ja mal in einem Video gesagt, ich will hier nicht bis 5 Grad Außentemperatur auf dem Roller sitzen. Und das habe ich ja geschafft. Ja. Man sucht sich irgendwas aus, was man dann geschafft hat. Uninteressant. Ja, die Sitze sind auch oben. So, und tschüss.